Der SC Freiburg trifft auf Hannover 96. Die Niedersachsen kämpfen um den dritten Platz und damit die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren. Sensationell. Und auch Freiburg spielt eine Wahnsinnssaison, ist aktuell Tabellenachter. Die erste große Chance des Spiels auf Seiten der Gäste aus Hannover. Stindl am Ball. Seine Flanke, da steht Abdelaue und Baumann mit einer klasse Reaktion. Gute Gelegenheit nach knapp einer Viertelstunde, aber Baumann einfach in Topform. Mitte der ersten Halbzeit erneut die Gäste. Toller Pass von Schlaudraff, da ist wieder Abdelaue, frei vor Baumann und das ist das 0:1. Der norwegische Nationalspieler Mohamed Abdelaue mit seinem 10. Saisontreffer in der 24. Spielminute. Aber was für ein geniales Zuspiel von Schlaudraff. Freiburg geschockt, zwar die größeren Spielanteile, aber man liegt zurück. Nur 7 Minuten später diese Szene, Ballverlust Freiburg, Lala, in den Lauf von Schlaudraff. Baumann ist aus dem Kasten, aber Schlaudraff bleibt eiskalt. Das 0:2 in der 31. Minute. Jan Schlaudraff, der Ersatz für den verletzten Jakunan mit Saisontor Nummer 4. Starker Auftritt des 96er Stürmers lässt Freiburgs Keeper Baumann hier keine Chance. Noch 4 Minuten in Durchgang 1. Chiadi zu Puzilla im Strafraum und Zieler mit einer Glanztat. Dann ist Pause vor 24.000 Zuschauern. Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste. Die 58. Minute, Schmiedebach lässt Toprak stehen, präzise Reingabe auf Rausch und plötzlich steht es 0:3. Vier Chancen, drei Tore. Eine beeindruckende Bilanz für den Tabellenvierten. Abwehrspieler Konstantin Rausch schlägt zum vierten Mal in dieser Spielzeit zu. Die Partie scheint gelaufen. Noch 20 Minuten, schöne Einzelaktion von Niku. Seine Flanke, Rosenthal völlig frei, aber Zieler spektakulär. Riesenmöglichkeit für den SC, aber Ron-Robert Zieler zeigt seine Extraklasse, pariert diesen Kopfball aus 8 Metern. Wahnsinn! Wir sind in der 79. Minute, Freiburg erneut im Vorwärtsgang. Das ist Butcher, in der Mitte Rosenthal und zack, drin ist er. Das 1:3, Rosenthals 5. Saisontreffer, Zieler bei Rosenthals Schuss ohne Abwehrchance. Die verdiente Belohnung für die engagierten Freiburger. Und noch gut 10 Minuten zu spielen. Kurz vor Schluss nochmal der SC. Wieder Niku über rechts. In der Mitte wieder Rosenthal. Wow! Und der Mann heißt Ron-Robert Zieler. Eine unfassbar starke Aktion des 22-jährigen Torwarts der 96er. Dann ist das Spiel vorbei. Hannover gewinnt mit 3:1, holt 3 ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League-Qualifikation. Das Duell mit den Bayern scheint der Mannschaft von Coach Mirko Slomka zu gefallen. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es ihnen überwiegend Spaß macht. Auch dieses bisschen, diese kleinen Wortgefechte, die es da mittlerweile schon gibt, das motiviert uns eher. Das ist auch schön so, aber wir wissen schon, dass wir jetzt wieder aufs nächste Spiel schauen müssen. Natürlich haben wir jetzt vorgelegt und können die Bayern unter Druck setzen, aber wir haben natürlich auch die große Klappe gehabt und wir mussten das auf dem Platz jetzt umsetzen. Und sonst hätte jeder über uns gelacht. Also ich finde, dass wir heute wirklich sehr, sehr beeindruckend, auch nach dieser ganzen Woche rund um das Thema Bayern München und Champions League, wo wir ja gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, dass wir die Euroleague sicher haben, dass wir das wirklich toll auf dem Platz umgesetzt haben. Wichtig war heute, dass wir die 3 Punkte geholt haben und wir konnten die Bayern auch ein bisschen ärgern und jetzt müssen die Bayern erstmal auch wieder nachziehen. Und ich denke, wir können dieses Wochenende jetzt auch ganz, ganz locker angehen, ein bisschen genießen. Ja, es macht uns Riesenspaß, das ist ganz klar. Ich denke, der Großteil, der letztes Jahr ja auch mit dabei war, hat einfach alles erlebt, was die schlechten Dinge im Fußball angeht. Und ja, wir haben einfach viel durchgemacht, auch als Mannschaft. Und ich denke, das hat uns ein bisschen zusammengeschweißt. Und dieses Jahr ja, nehmen wir einfach jedes Spiel so mit, wie es ist. Und ich denke, da ist einfach was gewachsen bei uns in der Mannschaft.
was uns so schnell keiner wegnehmen kann, und das zeigt sich halt auch Spiel für Spiel.